Und ich glaube, wenn überall die Kinder heute wieder Cowboy und Indianer spielen würden, anstatt irgendwo verrückte Comic-Sendungen mit schrägen Figuren anschauen würden, wo man auf Nacht nicht mehr schlafen kann, wo die Kinder Angst kriegen, dass die Fingernägel wegfressen, meine Damen und Herren. Wenn wir hier diesen Leuten diese Kultur lassen, wenn wir ein wenig Fantasie zulassen, wenn wir Abenteuer und wenn wir ja Treue, Kameradschaft, Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit leben, dann ist diese Welt eine bessere. Und ich wiederhole es nochmal, meine Damen und Herren, diejenigen, die Cowboy und Indianer spielen, das werden diejenigen, die später zur Feuerwehr gingen. Und deshalb sage ich ganz klar, Manitou rette uns. Ja, Manitou hat uns unseren großen roten Freund Winnetou geschickt, um bei den Bleichgesichtern zu retten, was noch zu retten ist. Lieber Freund Winnetou, ich muss dir aber sagen, seit du die Welt verlassen hast und in die ewigen Jagdgründe gegangen bist, ist die Welt eine schlechtere geworden. Nicht weit von hier kampieren deine roten Brüder und Schwestern. Aber ich muss dir sagen, ich warne dich, das Wigwam der roten Brüder und Schwestern zu besuchen, denn sie reden wirres Zeug, ohne dass sie Feuerwasser genossen haben. Sie rennen planlos umher und ihr oberster Häuptling hat alle Erinnerung verloren und kann sich nie an irgendwas erinnern. Nicht viel besser schaut es bei dem neuen Stamm aus, die ihre Zelte grün bemalen, die sich von den Zelten mit roter Farbe abgespalten haben. Diese neuen grünen Indianer weigern sich, das Fleisch des Büffels zu essen, sondern fressen ihm das Gras der Prärie weg. Sie berauschen sich an giftigen Pflanzen und setzen zwischen ihren Wohnungen und Häusern Wölfe und Kojoten aus. Diese ja, neuen grünen Indianer sind kein Vorbild für uns. Deren Kinder dürfen nicht mehr die Kleider der Indianer tragen. Sie meinen, bessere Menschen zu sein und verleugnen ihre Herkunft. Das ist eine schlimme Zeit, also ich empfehle dir auch nicht, zu denen ins Zelt zu gehen. Deren Häuptlinge sind komische Gestalten geworden. Einer ihrer Häuptlinge namens Toni hat Haare so lang wie du, aber nicht so gepflegt.
Und dieser grüne Stamm weigerte sich bis vor wenigen Monaten, die Waffen der Väter zu berühren. Mittlerweile träumen und hantieren sie aber mit Schießgewehren, die so groß sind, dass sie 10 Männer nicht tragen können. Die Bleichgesichter nennen diese neuen großen Gewehre Panzerhaubitzen. Und noch ärger sieht es mittlerweile um den Stamm der Schwarzfuß-Indianer aus. Nicht nur deren Füße sind so schwarz wie Ruß, sondern auch deren Seelen. Sie tragen große Taschen mit sich und haben da drinnen häufig fremden Proviant. Sie schmücken sich mit fremden Federn und hinterlassen verbrannte Erde. Und der Häuptling dieser Schwarzfuß-Indianer hat Mokassins. Die sind so groß, dass ein Indianerjunge damit wie in einem Kajak den Silbersee überqueren könnte. Und deshalb sage ich, Winnetou, bleib bei uns, beim Stamm der Freien, mit der aufgehenden Sonne. Hier ist Vernunft zu Hause, hier heißt man alle mit offenem Herzen herzlich willkommen. Hier wird gerettet, was noch zu retten ist. Bleib bei uns, da bist du bei den Richtigen. Und ich hoffe, dass dieser Stamm der Freien mit der aufgehenden Sonne sehr groß werden wird und viele Jagdgründe der anderen Stämme erobern wird. Vielen Dank, dass du gekommen bist, lieber Winnetou. Winnetous Herz ist froh und sehr stolz, heute euch, meine weißen Brüder und Schwestern, begrüßen zu dürfen. Möge Manitou uns auf all unsere Wege beschützen. Winnetou ist ein Kämpfer, das seid ihr auch, meine weißen Brüder und Schwestern. Jetzt erst recht. Hau!